So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Minecraft-Folge, also zu neuen 15 Minuten. Wir haben letztes Mal die Kuh eingefangen, müssen uns natürlich noch einen Zaun machen, da wäre die nächste Kuh gewesen. Und wir müssen, ich habe doch nicht mehr weitergemacht, wie ich es in der letzten Folge gesagt habe, wir müssen jetzt warten, bis das da vorne fertig ist. Ich denke mal, dass ich hier rüberbauen werde. Achso, wir haben eine Schaufel. Wusste ich halt gar nicht. Wir hatten Bäume gepflanzt? Das wusste ich auch gar nicht. So. So, in dieser Folge werde ich aufgrund einiger Nachfragen von Freunden nochmal darauf eingehen, was das Sims-Projekt sein wird. Ja, also wie gesagt, das wird ein sehr schönes Projekt, wenn Leute mitmachen, wie gesagt. Das wird auch sehr cool, wenn ihr überhaupt irgendwas vor. Also ich warte immer noch auf die Teilnahmen. Einen habe ich. Einer macht schon mit. Den zweiten warte ich auch noch. Ich glaube, der macht auch mit. Also werden jetzt noch zwei Plätze frei. Also wie gesagt, ihr könnt euch immer dran teilnehmen. Ihr müsst halt nur Bescheid sagen, reinschreiben in die Kommentare, dass ihr wollt. Weil wäre ja Quatsch, wir haben noch 5 Eis, wusste ich auch gar nicht. Wäre ja Quatsch, wenn ich irgendwie jemanden random reinnehme, der am Ende gar nicht will. Deswegen frage ich lieber. So. Wir nehmen mal das Bett und gehen nach oben. So. Und jetzt schlafen wir immer hier. Fackeln habe ich gerade. Halt. Tür zu. So. Jetzt warten wir eben noch, bis Tag ist. Guten Morgen! So. Also bei den Sims-Projekt wird eigentlich sehr nice daran gehen. Ich bin nur noch am überlegen, also der Server steht ja mittlerweile. Ich bin halt nur noch am überlegen, wie, mit was wir das machen. Ob wir das jetzt nochmal in Minecraft machen oder ob wir das mit Feed the Beast machen. Da muss ich noch gucken. Habe ich mich noch nicht wirklich entschieden eigentlich. So, ich höre ein wir brauchen auf jeden Fall jetzt sehr viel Stein. Das 5 Eisen ist fertig. So. Ich muss gerade überlegen, wartet. Wir machen erstmal so den Weg rüber. Huch. Da brauchen wir allein schon so viel davon. Müssen mal gucken, ob 42 jetzt dafür reichen. So. Ist so ein kleines Grundbaugerüst, sage ich mal. So, hier rüber. Bauen wir uns erstmal so rüber. Jetzt wären wir hier in Skyblock. Allein schon die Skyblock-Leute. Ihr solltet immer Half-Slaps machen. Das spart Unmengen an Steine. Habt ihr gerade gesehen, wie viel Half-Slaps ich da rausgekriegt habe? Also halbe Steinstufen auf Deutsch gesagt. So, bauen wir uns erstmal rüber. Schön rüber. Und noch eins, komm. So. Ey, machen wir das erstmal hier weg. Das brauchen wir jetzt gerade nicht, diese Gülle. So, am liebsten würde ich mich jetzt hier noch rüber bauen. Aber bin mir da gerade gar nicht so sicher. Ich glaube, wir nehmen doch hier lieber diesen Weg. So. Natürlich, damit es ein bisschen besser aussieht. Nehmen wir das hier gleich mit weg. Und setzen dort die Slabs hin. So, also ihr müsst mich verstehen, ich bin ein bisschen müde bin ich jetzt um diese Zeit, weil ich nehme hier gerade um 5.23 Uhr auf. Weil ich einfach nicht schlafen kann. Fehlt mir einfach der Schlaf dafür. Und ja, da habe ich mir gedacht, YOLO, nimmst du mal für deine Leute auf, ne? Und es hat direkt gepasst, wie ihr hier seht. Sag mal, wenigstens erstmal so eine Brücke. Ich bin noch am überlegen, machen wir die 3 breit, machen wir die 2 breit. Wir gucken mal, wie es aussieht, wenn wir die 3 breit machen. Die Kuh können wir eh nicht einfangen. Wir haben ja mittlerweile eine Kuh aus Zufall gekriegt. So, Schmiedekunst erhalten. Interessant. Huch. Das wollte ich gerade gar nicht. Ich will gerade hier reingucken. Achso, das ist nur Kies. 21 hatten wir gebraucht. Muss ich mal gucken, wie viel sind das jetzt? 36. Bisschen zu viel. So. Warum höre ich eigentlich die ganze Zeit ein Enderman am Tageslicht?
Fragwürdig. Ja, komm, machen wir das dritte jetzt hier. Haben wir noch Erde? Ja. So. Wir machen den dritten Gang jetzt noch hier schnell. So. Eigentlich konnte ich mal früher schneller bauen, als ich noch Dings Bed Wars gespielt habe, aber man verlernt alles nach einer Zeit, solange man wenn man lange nicht spielt, sagen wir mal so, da verlernst du einiges. Die Brücke lassen wir auf jeden Fall nicht so. Müssen wir noch gucken, wie wir das machen. Wir könnten natürlich jetzt hier so eine Steinmauer lang ziehen bis nach hinten. Und dann so Treppenstufen nochmal so drauf tun. Können wir mal eben gucken, wie das aussieht. Mischen wir uns eben mal das andere. Haben wir das andere noch? Lol. Müssen wir eine Schwerter noch verbrauchen, was da so halb kaputt ist. Also wir brauchen allein schon diese 40 von hin und zurück. Da muss man auch nochmal in die Höhle runter, ey. Das nervt. Ich müsste mal irgendwas geben, was das Abbauen ein bisschen schneller macht. Also, dass man das nicht selber abbauen muss. Aber leider gibt es sowas hier nicht. Nur im Fetterbest oder in Technik-Lounge. So, komm. Bei den Blöcken ist es ja etwas leichter anzubauen. IQ. Ja, weil wenn du da irgendwie so Fehler machst bei diesen Half-Steps, da kann es passieren, dass das eins nach unten versetzt wird und das muss man da wieder abbauen. So das übliche Skyblock-Drama bei mir. Weil ich rede so viel von Skyblock gerade. Obwohl wir hier gerade richtiges Minecraft spielen. Und ich weiß, wisst ihr, was ich gerade auch merke? Auch wenn man totaler Bullshit wäre. Ist. Und zwar, warum baue ich das gerade? Unglaublich, wie langsam man unter Wasser abbaut. Aber diese Half-Steps sind wieder gut für Luftröhren. So. So, haben wir erstmal eine Brücke fertig. Mit den Half-Slabs müssten wir mal gucken, wie wir das machen. Wir könnten diese Brücke natürlich auch so. Und noch so ein Ding oben dran. Und dann so. Erstmal machen. So, und dann immer weiter rüberziehen. Sieht nicht mal so schlecht aus, so wirklich. Also so wirklich schlecht sieht es nicht aus. Müssen wir auf jeden Fall noch sehr viel Stein holen. Ne, da unten gehe ich nicht hin. Aber hier unten muss eine Höhle sein. Ich höre die ganze Zeit Zombies. War mit da unten schon? Oder hier unten waren wir noch gar nicht. Ist natürlich jetzt aber auch ein bisschen gefährlich. Ja, komm. Ach ne, das ist nur ein Creeper. Na gut, dass Creeper in der Höhle nicht wirklich einen Schaden anrichten. Ja. Das ist richtig behindert gerade. Ich sehe sie ja. Ich weiß nicht, ob ihr so wirklich perfekt. Wow! Lauf! Lauf, 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 lauf. Das sind ein bisschen zu viele. Da habe ich mich ein bisschen überschätzt dieses Mal. Puh! Wow! Also ohne Fackeln geht hier gar nichts. Man sieht die überhaupt nicht. Nicht in der Luft schweben. Unrealistisch. Müssten auch wieder Bäume abhauen, ne? Weil da sind ja noch ganz viele Bäume. Gehen wir mal hier rein. Haben wir überhaupt noch Fackeln? Ich glaube eher nicht. Ich glaube, wir haben nicht mal Holz. Aber eine Axt haben wir. So, Holz haben wir schon hier. Machen wir mal daraus kurz ein paar Fackeln wahr. So, jetzt haben wir wieder was mal voll inkompetent wieder.
Warum kommt ihr hier auch raus? Ach, Türpack nicht. Gehen wir nochmal in die Höhle. Also, was ich noch sagen wollte. Zu dem Sims-Projekt. Und zwar, das wird auch so mit Grundstücken, also Grundstücken reservieren sein. Und da baut halt dann jeder sein Haus. Dann gibt es sowas wie Rathaus, Polizei soll es so geben. Halt so wie ein Nebenprojekt. Nur, dass es auch einen Knast geben soll mit Ausbrüchen und bla bla bla. Und wenn zum Beispiel, habe ich mir so gedacht, wenn der Spieler online ist, dass man auch einbrechen kann bei demjenigen. Ohne, dass er irgendwie gebannt wird. Weil die Sachen plötzlich weg sind und sowas, dass man eine Anzeige machen kann. Aber halt nur, wenn die on sind und das fällt immer ihr auf ihr Haus nicht aufpassen, haben sie Pech gehabt. Sowas halt, das wäre doch richtig lustig. So. Yo, läuft bei dem. Bei der jetzt richtig gelaufen. Gelaufen? Geläuft? Geluft? Ach, deutsche Grammatik. Yodo Swag. Wollen so ein bisschen Eisen hier, gell? Kann man so ein bisschen ranholen. Könnte man immer gebrauchen. Aber ich bin so richtig glücklich, dass wir gleich am Anfang diese Eisenrüstung holen konnten. Und mit der haben wir jetzt schon 4 erreicht. Wir wären jetzt schon längst gestorben, glaubt mir, bei diesen Skeletten. Auf 100 Pro. Hier gehen wir mal nicht hoch, wir gehen mal weiter runter. Wo uns direkt gleich ein Skelett küsst. Also, wer jetzt nicht wirklich ungespielt guckt, wenn ein Creeper explodiert, solltet ihr unbedingt rechtsklick machen. Also das sollte angeblich weniger Schaden machen, als wenn ihr euch so zum Explodieren bringt. Oh, die Folge ist auch schon wieder bald vorbei. 2 Minuten haben wir noch. Ja, wir haben jetzt nicht das geschafft, was ich eigentlich wollte. Ihr müsst ja noch bis für den Slime. Auf jeden Fall, das schaffen wir alles noch in den anderen Folgen. Ich meine, das ist die älteste Folge hier. Ja, und den Zombie kloppen wir auch noch weg hier. Hat nichts hier zu suchen. Jetzt haben wir den Schreck ein bisschen an der Klemme und jetzt auch das Slimey. Aber ey, wenigstens noch ein bisschen Slime gekriegt. Jo, oh, der hat 2 Slime fallen lassen. Wir müssen eh bald zurück, weil unsere Spitzhacke versagt erstens. Boah. Ich denke mal, wir gehen jetzt noch zurück und dann können wir eh schon Schluss machen für heute. Dann sehen wir uns ja wieder morgen, übermorgen dementsprechend, wenn ich wieder Zeit habe. Jetzt ist momentan so der Zeitdruck, da kann ich nicht jeden Tag. Oh, wie ist gerade? Wow. So, nochmal von Skelett weggehauen. Ja, so, wir müssen nur noch da hoch. Und dann sag ich mal, jetzt noch eine Minute haben wir. Wir haben gerade Nacht. Lol. Ach komm, wir legen uns mit dieser Horde an. Gangster hat mich gehauen. Ey, Gangster. Da ist eine Hexe, ohne Witz. Schon wieder mal. Au. Wie gerade das Skelett mit diesem Ding. Wow. Was geht hier gerade ab, Alter? LOL. Action. Wow, kleiner Mini-Tommy. So viel Action in einer Nacht. Oh ne, Creeper. Leg ich mich heute nicht mehr an. Hat schon zu oft Kaboom gemacht. Wie geht's schnell in die Wohnung? Tschüssi. Was?
Wie kommst denn du hier rein? Lol, ey. Habe ich die Hündert hier nach offen gelassen? Nee. Jetzt sollten sie erstmal nicht mehr reinkommen. Oh, was? Was ging da draußen gerade ab, ohne Witz? Na, auf jeden Fall, wir sehen uns in der nächsten Folge. Auf Wiedersehen. Sagt euch, ich liebe TV. Mal gucken, was ich mir demnächst so einfallen lasse als Abschlusssatz, weil das passt einfach irgendwie nicht. Auf jeden Fall, wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüssi.